Ichan sammelt die Questgegenstände nicht ein, weil er ein Arschloch ist. Das auch. Musst du ins Oculus-Labor. Ich leite dich durch den Prozess. Sollte alles schon vorbereitet sein. Okay, das ich hab da schon mal was vorbereitet. Ja, das war jetzt gerade lustig. Wieso? Ich hab gerade auf den kleinen Psycho hier geballert. Oder Skeff, genau. E-Skeff und der macht. Als er weggeflogen ist. Weiß schon, eine Granate, boom, fliegt so weg. So. Wie Gary es mag. Ja, aber ich meine jetzt SpongeBob X Millionen Mal wiederholt, also müssen wir jetzt den Witz verstehen. Teile in den Konverter da drüben. Der schmilzt die Rohmaterialien ein und formt das Prototypauge. Ein Augenkonverter? So was Dämliches habe ich noch nie gehört. Wozu brauche ich denn einen Augenkonverter? Nicht die, das war ich. Ich habe dieses Labor für meinen Prototyp vorbereitet. Das ist empfindliche Experimentaltechnologie. Echt? Sieht aus wie Toaster. Ja, ein Toaster. All meine harte Arbeit zahlt sich endlich aus. Jetzt schreiben wir Geschichte. Bist du denn da oben hingekommen, Eike? Wunderschön. Okay, nimm es jetzt. Du weißt, dass man schweben kann, oder? Ja, ich weiß. Cool. Okay. Wissenschaft, cool. Wir müssen das Baby mit dem Haupttor so verbinden. Was machst du da? Ich dachte, wir müssen da rüber und dann hier hochspringen. Das war zu einfach. Okay. Spacko, Alter. Ja, mir ist wieder entfallen, dass hier die Spieler quasi ein bisschen rumspinnt. Aber das war ja bei jedem, ist ja bei jedem Borderlands-Teil so, dass das Sprung. Nein, das ist nicht. So was wollen wir bauen? Ich stand so knapp davor, ihn fertigzustellen, als die Scavs kamen. Er wird einen Haufen Roboter produzieren. Genug, um die Dahl-Truppen zu besiegen, oder wenn jemand sind. Oh, sieht, irgendwie aus wie eine trauertragende Mülltonne. Nicht so ungut. Nett. Er denkt dasselbe wie ich. Dieser Constructor wird unerhörte Stückzahlen hochkomplexer Maschinen herstellen können. Jetzt müssen wir den Torso am Kransystem befestigen. Ich fand auch immer, dass die Dinger. Ich fand auch immer, dass diese Dinger, diese produzierenden, wandelnden Stationen für Roboter, dass sie immer auch so ein bisschen merkwürdig aus Design hatten. Oh Mann, ist ja irre, es funktioniert. Meine alte Professorin sagte, ich werde es nie zu etwas bringen, aber das war falsch. Und jetzt zieh mich an. Zieh ihn dir an, Eike. Da rein. Ich habe mir überlegt, wegen der Installation, nun, ihr könntet mich ja einfach kopieren. Das dauert etwas länger, läuft aber auf das Gleiche hinaus und ich fände es weniger furchterregend. Wie viel weniger furchterregend, genau? Das eine ist eine Hirn-OP, das andere eine Kernspin. Ich werd's mir überlegen. Er wird's nicht machen. Wird er nicht. Natürlich nicht, er ist Hampton Jack, er wird's nicht machen. Gut, jetzt müssen wir noch die Geschütze anbringen und dann die Beine. Genau. Was ist mit der Arm? Ach, eine weiße Schrotflinte brauchen wir nicht. Ach, ist das nicht süß. Auf dem Pfoten, nee, auf dem Logo sieht die Kleine aus wie ein Klotz. Du meinst Greta Thunfisch? Nein, das war jetzt eher Lisa Simpson, aber ist ja nah dran. So. Also mal sehen. Dass Lisa Simpson mehr Profil hat. Und eine andere, eine auffälligere Frisur. Die Schütze müssen nur noch kalibriert werden. Ich kann helfen, die Zielsysteme vorzubereiten. Das wird nicht nötig sein, danke. Ich habe eine schnellere Methode. Und welche? Oh, Öre! Nicht schießen! Und dann lass die Geschütze ihr Werk verrichten. Ah, okay. Die Geschütze sind ein wenig langsam. Wir müssen die anknuspern. Ah. Gleich haben wir es. Ich schwör's dir. Oder einfach nur so lange einfach, in der Mitte halten, bis wir bleiben einfach hier. Wir bleiben einfach hier und verstecken uns. Oder, ja genau, wir warten einfach so lange, bis die Geschütze das machen. Zum Glück sind die Gegner nicht so schlau, auf die Geschütze zu zielen. Kommt schon. Wollt dürfte mein Schild anfassen. Ah,
ich kann leider mit meiner Waffe ja nicht auf die schießen, dann bin ich ja instant tot. Wie wär's mit Nahkampf? Ja. Ja, das bringt auch zu viel Schaden, weil ich weiß nicht eigentlich, ich bin noch die Nahkampfcharakter im Spiel. Ah! Stark! Stark! Oh, schon, du bist ja schon umwatsch. Ja, du Eike, du hast es ja schon erzählt, ne? Der Loot in diesem Spiel ist nicht besonders gut, weil du hast ja auch gesagt, ne? Der letzte Hauptboss wird auch Crappy genannt. Von der Community. Wir sind praktisch fertig. Der spielt. Ich fühle mich wie am Söldnertag. Es wird also mein neues Zuhause, was? Ich weiß nicht, ob ich da einziehen will. Ich glaube, das möchte niemand. Die Beine sind in dem anderen Labor. Sie sind noch an eine Testversion des Dahl Power Suits montiert. Du musst sie also wegbauen und ins Kransystem bringen. Oh nein, Eike, das bedeutet... Wäre es, wenn ich den Powersuit übernehme und die Beine dorthin steuere, wo sie montiert werden können, wäre das nicht einfacher? Ja. Hey, keine schlechte Idee. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wird ein guter Einstand für dich. Danke. Ja, Eike, wenn es denn Beine hat, dann ist es ein metallisches Exoskelett. Eike, woran erinnert uns das? Bam. Nein, nicht an. Meint er eigentlich eher an. Fußspuren? Riecht es ein Mittel hier? Genau. Du richtest eine Waffe gegen. Du richtest eine Waffe gegen deinen Bruder. Du richtest eine Waffe auf deinen Bruder. Ja. Gefällt dir meine Sonnenbrille? Gefällt dir meine Sonnenbrille? Ich hatte eher was. Ich hatte was für ihren Hintern übrig. Hintern? Ja. Ich hab was für ihren Hintern übrig. Und was war noch? Er hat jedes Mal gefragt. Ja. Piss all over me, okay. Nee, das war was anderes. Das war der Neuzusammenschnitt von diesem bekannten, YouTube-Flash-Animation, die da von Ego Raptor gemacht wurde, glaube ich, nicht wahr? Ja, damals. Ego Raptor. Ja, macht hin und wieder auch mal ein paar Sachen. Huba! Ich dachte, es heißt Heuruka. Ich freue mich über die Kacke, du Narr. Du bist ja nervig, Alter. Runter von meinem Rasen. Ihr Glocken, ihr lauten Kinder mit ihren sprechenden Hunden. Nee, ja, voll lauten Kinder. Solche Dreckschweine wie du haben wir in Korea in Sandsäcken. Als Sandsäcke benutzt. Wo war das denn auch mal? Okay, steck mich ein. Gran Torino. Ah. Dieser Körper fühlt sich komisch an. Arme Beine. Ist es so, ein Mensch zu sein? Grauenhaft. Naja, nicht ganz. Ja, zeig, was du drauf hast. Menschen enthalten weniger Eisen. Ich kann einen Tod stampfen. Ah, so zufällig, was? Nein, wenn sie über ihn rüberläuft. Ja, das meine ich ja. Muss ich erstmal orientieren, wie es überhaupt ist, damit zu laufen. Dann soll sich überhaupt die Gegner laufen. Spaß gemacht. Den Weg, du kleiner Ratsch. Ich werde ganz voll Blut. Das passiert hier mal. Ich wundere mich übrigens, dass die ganzen... Yeah! Machen wir sie kaputt! Und die stehen Granatenregen! Ich hoffe, er hatte keine Familie! Wer ist der Feuersuit? Das sind Menschen, die das Ding steuern. Das ist der Power Armor. Ja, natürlich. Ich weiß, wie so ein Exoskelett funktioniert. Hat man noch bei Alien gesehen. Aliens, natürlich. Ja. Ach, woran könnten diese Dinge angelehnt sein, ne? Alles ist doch irgendwie ein Alien, ja, nicht wahr? Alles verloren, wie Tränen in einer Blutlache. Oh, wie tiefsinnig, Eike, nicht wahr? Das ist fast schon auf ein selben Level wie anale Krieger des Lichts. Reden
Menschen eigentlich nie miteinander? Ich nenne es rektale Krieger des Lichts, aber das ist eine andere Sache. Ah, da fackelt er ab. Aufpassen, dass sie nicht so schnell kaputt geht. Also ich würde mit solchen Soyboys ziemlich kurzen Prozess machen. Damit verdienst du dein Geld. Obwohl ich Jude bin. Obwohl Soyboys hassen uns Juden, ja. Ja, man muss halt mal klein anfangen. Beziehungsweise, man muss halt sein Geld verdienen. Luft? Ne, ich brauche keine Luft. Oh, mein Gott. Aber Mondsteine, die kann man gut gebrauchen. Wozu, wenn du sie dir ins Inventar cheaten kannst? Ja, aber ich will die Herausforderung. Okay, bin bereit für Detonation. Zurück. Perfekt, Felicity. Kammerjäger, kannst du die Steuerung benutzen, um den Torso auf die Beine zu senden? Das ging schnell. Ich glaube, wir hätten beide gleichzeitig drücken müssen, oder? Das wird schrecklich toll. Hatten die vorher schon Beine gehabt? Ich kann mir in den anderen Borderlands konnten die fliegen. Das wurde nur schrecklich. Ist doch echt das ist doch nur ein Prototyp. Ah. Konstruktion ist endlich abgeschlossen. Nur die Hülle muss noch für einen letzten Test in die Diagnosekammer. Wir können den KI-Kern, Felicity, dort installieren. Weißt du, Jack, ich fand es nicht toll, dieses Gas zu töten. Ja. Vielleicht ist das alles ein Fehler. Ich töte auch nicht gern Baby. Komm. Ja. Spacko. Ja. Ich wollte zusehen, wie es vor sich hinfährt. Das sieht so, das sah so nett aus. Die Gleise drehen müssen. Geh in das Büro und benutze die Steuerung, damit es weitergeht. Genau. Jeden einzelnen Schritt mal fortsetzen hier. Kannst du dir vorstellen, dass ich mal von einem Punker, und dem ich dachte, dass er ganz cool ist, wegen meiner Jamulke angespuckt wurde? Das war ja die extreme Version, oder? Das geht aber eigentlich in die andere Richtung. Ich dachte, wir haben immer freundlich miteinander geredet und dann spuckt er mich an. Aha. Ich hasse Religion. Weil ich gegen Palästina bin. Ach so. Ich habe zwar überhaupt nichts dazu gesagt, aber... Also er geht davon aus, okay. Weil ich Jude bin. Ah. Ja. Ich wette, nee, wenn wir zur Diagnosekammer gehen, werden die Gegner nicht automatisch verschwinden, was? Nur es kommt jetzt hier die bestimmte Menge an Gegnern, die ich es haben will. Gib mir 5. Okay. Yeah, das war gerade unser Bill und Ted Moment eigentlich. Schon, ja. Boah, der Humor aus Borderlands besteht aus das existiert. Kennt ihr das? Ich dachte, so kreativ sind die Entwickler. Ja, und Memes und andere Sachen auch sein. Bitte, ich will nicht, dass mein Speicher bereinigt wird. Ich will nicht zu einem. Können wir nicht einfach eine Kopie von mir in dem Constructor installieren? Wie lange würde es dauern, dich zu kopieren? Allerhöchstens ein paar Tage. Er sagt nein. Zu lange. Bis dahin hat Sape dann den Mond schon aufplatzen lassen wie einen Pickel. Tut mir leid, Kleine. Es hilft nichts. Kammerjäger? Los. Ich kann den Horror vollständig gelöscht und in eine gedankenlose Kriegsmaschine verwandelt zu werden, nur erahnen. Das würde er doch geil finden, nicht wahr? Nur als riesen Claptrap über die Mondfläche zu rollen und alle Gegner Platz zu machen. Hab ich doch schon gemacht. Es war spaßig. Ah. Das ist immer noch der Fracktrap. Fracktrap, nicht Claptrap, wo Claptrap drin steht. Es ist auch ein Claptrap. Es gibt ja auch mehrere davon. Ich hasse Jack. Alles, was aus dem Kampf hilft. Lösch den Rest. Felicity, sorry. Metal
Gier? Sie ist immer noch da drin. Wir brauchen, dass der Intakt abschalten, aber nicht zerstören. Ach, schon mal. Das wir haben schon ein Viertel weg. Moment mal, reflektiert das Schild? Der Schild. Jetzt mal mit der Granaten. Obwohl, ja, ich habe Säure bzw. Korrosion. Ich gleich helfen. Denkst du, das hält mich auf? Ab sofort seid ihr alles Gas für mich. Und jetzt entfesselst du mein wahres Potenzial. Let's go! Los! Vollständiger Speicherreboot. Das Ding muss bald Trost und voll badassig sein. Sir. Ja, Sir. Alter, wie lange kommt die Waffe zum Nachladen? Wow, das war heftig. Oder es sah jedenfalls so aus. Egal, gut gemacht. Dann wollen wir mal sehen, was das Ding rausstampfen kann. Gladstone, bauen wir ein paar geile Roboter. Jetzt ist Felicity quasi gelöscht und es ist nur die Null. Genau. Aber es kommt auch aufs Aussehen an. Denen fehlt das gewisse Etwas. Spritzen wir sie Hyperion Gelb. Natürlich. Ja, und einfach zerplatzen die Alten. Man kann ja neu machen, nicht wahr? Ja, das habe ich gemeint. Supergeil. Soll ich jetzt mehr davon produzieren? Na Logo, wenn ich so drüber nachdenke, so manches müsste auch aufgepeppt werden. Ich notiere mir das mal kurz. Coole neue Namen und Farben für Hyperion-Waffen 16? Ausdenken. Okay, ich denke, wir können loslegen. Komm wieder zu Moxie. Dort rüsten wir dich für den großen Kampf aus.